Hi Leute, in dem Video heute geht es um Ignoranz als Segen oder Fluch, um Vorbilder, was für ein Bild heutzutage von einem erfolgreichen Menschen geschaffen wird, wie erfolgreiche Menschen leben, viele, ja, alles erfahrt ihr gleich. Heutzutage ist es ja auch so, man schaut sich erfolgreiche Leute an, haben vielleicht Geld, das ist ja auch nur das Einzige, was als erfolgreich zählt, Geld, wie viel Kohle macht, so. Erstmal würde ich Erfolg ganz anders definieren, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, wenn ich dran denke, verlinke ich es mal in der Infobox. Und trotzdem, was wird unserer Jugend, unseren Kindern für ein Bild von erfolgreichen Menschen vermittelt? Das sind oft erfolgreiche Menschen, die, keine Ahnung, die Drogen nehmen, die Alkohol trinken, die depressiv sind, Suizidversuche hinter sich haben oder was auch immer. Die auf jeden Fall definitiv meist nicht wirklich glücklich sind. Was sind das für Vorbilder so? Oder die irgendwie arrogant sind, schlecht drauf oder was auch immer. Ich schließe jetzt nicht auf alle. Und ich habe auch Menschen kennengelernt, die Geld haben, die völlig normal sind. Und auch ganz nett. Aber trotzdem haben die auch alle ihre Probleme. Das würde ich jetzt gar nicht auf reich beziehen oder arm. Sondern man sieht einfach, dass jeder Stress hat. Aber besonders eben die erfolgreichen Menschen sind unter Stress, haben dann keine Zeit mehr für ihre Kinder, noch weniger als andere Menschen. So. Und was ist das für ein Vorbild? Wenn man erfolgreich ist, sollte man doch der gelassenste Mensch sein in der Welt. Da sollte man doch noch viel besser drauf sein, als jemand, der irgendwie schauen muss, dass er irgendwie seine Miete zahlen kann. Aber da muss man sich erstmal überlegen, an was für einen Punkt wir gekommen sind. Und jetzt zu diesem Punkt Ignoranz als Segen. Wenn man von den Wolkenkratzer springt, ist super geil. Du kannst fliegen. Total schön. Du kannst dich in der Luft umdrehen, mit dem Rücken zum Boden fallen und dann einfach ignorieren, dass der Boden kommt und er irgendwann aufklatscht. Spätestens dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Wir ignorieren so viele Tatsachen. Wir verschließen die Augen, halten uns die Ohren zu und wollen das alles nicht wahrhaben. Dabei ist es im Prinzip so einfach zu sehen. Ich meine, heutzutage ist es ja normal, dass... Also es ist unnormal, wenn man keinen Alkohol trinkt zum Beispiel. Es ist unnormal, wenn man keine Drogen nimmt. Da sieht man schon, wo unsere Gesellschaft sich hingewandelt hat. Früher, da gab es irgendwie im Dorf ein paar Trinker so, das waren dann die unnormalen. Heutzutage, da ist es so normal, wenn du nichts trinkst so. Wie kannst du überhaupt feiern? Wie kannst du überhaupt Spaß haben im Leben, wenn du keinen Alkohol trinkst? Fragt es mein Kind. Kind schafft es auch Spaß zu haben. Ohne Alkohol. Wir haben das verlernt. Wenn ein Kind glücklich ist, dann sollte ein Erwachsener, der viel länger lebt, mehr Erfahrung hat, mehr weiß, wie man mit diesen Emotionen und Gedanken umgeht, eigentlich es lernen könnte, der sollte ekstatisch sein, der sollte von Glück überfließen. Aber wir sind an den Punkt gekommen, dass wir Dinge ignorieren. Dann ist Ignoranz vielleicht kurze Zeit mal ein Segen, auch wenn viele denken, heute feiern, morgen sterben. Hast ja keinen Spaß im Leben, wenn du nichts trinkst oder wenn du nicht rauchst oder wenn du nicht mal ein paar Dinge ignorierst. Ganz im Gegenteil. Meistens sieht man, die Leute trinken jedes Mal, wenn sie gerade was unterdrücken.
wenn sie gerade verlassen wurden von der Freundin oder irgend sowas im Äußeren. Das Leid entsteht immer nur in dir selbst. Wenn jetzt dieses ganze Leid ist nicht von irgendwelchen körperlichen Sachen oder so, jetzt mal, das schließe ich jetzt mal kurz aus. So. Das meiste Leid auf dieser Erde ist in deinem Kopf erzeugt. Du hast Angst irgendwie, ja, keine Kinder zu haben. Der andere hat eine Familie, der leidet daran. Der andere geht auf die Uni, der leidet, weil er so viel lernen muss. Der andere geht nicht auf die Uni und leidet, weil er die Bildung nicht hat. Der andere leidet, weil er den ganzen Tag im Schreibtisch hockt, der andere leidet, weil er den ganzen Tag sich bewegt und seinen Buckel krumm macht. Ist völlig egal. Die Leute schaffen es ja an allem zu leiden. So. Sie haben eine Frau, sind verheiratet, leiden darunter. Oh, sie sind Single, sie leiden, weil sie keinen Partner haben. Ist völlig egal. Daran merkt man ja. Bei einem Kind, das musst du erstmal, da musst du was machen, da muss was passieren, damit es unglücklich ist. Kind einfach so da sitzt. Wenn es noch jung genug ist, wenn es noch nicht so konditioniert ist, ist es glücklich, es beobachtet, es schaut sich irgendwas an, spielt, erfährt die Welt. Wenn du da sitzt, sag mal ehrlich zu dir selber, wenn du 2 Tage einfach allein im Raum hocken würdest, wärst du glücklich? Nee, du nimmst alles in deinem Verstand mit, hast noch nicht mal begonnen zu leben. Die meisten realisieren auf ihrem Sterbebett, dass sie noch nicht gelebt haben. Ihr ganzes Leben hat im Kopf stattgefunden. Die rennen irgendwo hin, denken an den Termin, der dann stattfindet und so weiter, sind nie in der Situation jetzt, sind immer nur im Kopf. Immer nur im Kopf. Der Kopf ist ein Ding, ist ein Werkzeug, ein Mittel, ein Tool, das du verwenden kannst. Du solltest deinen Verstand verwenden, wenn du es möchtest. Die meisten Menschen können ja nicht auf Knopfdruck sagen, hör auf zu denken. Nein, es kommen irgendwelche Gedanken ständig. Du würdest doch auch nicht zu jemandem, der ständig mit den Händen zappelt, zu dem würdest du doch auch nicht sagen, dass der normal ist. Der wird als krank klassifiziert, weil der einfach unkontrolliert immer mit den Händen zuckt. Genauso kann man die ganze Menschheit als geisteskrank klassifizieren. Können nicht mal sagen, hey, aufhören mit dem Denken. Meine Hände sind auch super nützlich, weil sie genau das machen, was ich möchte. Ich kann sie stillhalten oder ich kann ganz kontrolliert mit einem scharfen Messer was zerschneiden. Aber wenn dein Verstand einfach nur ständig irgendwelche Gedanken aufkommen, Verstand sollte ein Freund sein, sollte ein Werkzeug sein. Aber klar, wenn man eine Axt hat, die einfach blind umherschlägt, so wie dein Verstand, der einfach unkontrolliert ständig Gedanken erzeugt. So funktioniert das nicht. Und Ignoranz ist eine Zeit lang vielleicht ganz nett, bis man eben auf den Boden der Tatsachen landet. Von außen, wenn man ehrlich ist, sieht man so schnell schon, wie die Menschen leiden. Wie sie jeden Tag neu die Probleme unter den Tisch kehren, immer mehr, immer mehr. Ende nie gelebt haben, bis sie sterben. Und so weit muss man es nicht kommen lassen. Wir können heute beginnen zu leben. Dazu gibt es Mittel, dazu gibt es Methoden. Ganz einfach, banale Dinge. Habe ich in vielen anderen Videos erwähnt. Klickt euch dann mal durch. Also, Ignoranz ist vielleicht zeitweise ein Segen, auf Dauer nie. Das war's, Leute. Macht's gut. Ciao.